Die Weltwirtschaftskrise rollt auf uns zu und zwar immer, immer schneller. Ich habe ein ganz, ganz, ganz tolles Interview mit Marc Friedrich machen können und das ist der Bestseller-Autor vom Buch Der größte Crash aller Zeiten. Leider hatte er recht und er hat in diesem Interview ganz, ganz viele tolle Tipps gegeben, die euch helfen, durch diese Weltwirtschaftskrise zu kommen. Gebt diesem Video unbedingt einen Daumen hoch und abonniert auch unseren Kanal und auch den Marc und teilt dieses Video auch mit euren Freunden, der Familie und Bekannten und jetzt geht's los. Ja, toll, dass du Zeit für uns hast oder für mich hast, Marc. Wir hatten ja schon ein Video gemacht, das habe ich unten drunter verlinkt. Ja, das ist nur wenige Monate her, ich glaube 3 Monate genau. Ja, wir haben uns kurz vor Weihnachten getroffen und da haben wir gedacht, 2023 hast du gesagt, geht alles los. Ja, oder spätestens habe ich gesagt, lieber Lars. Spätestens. Ich hatte gehofft, es kommt später. Ja, ich hatte gedacht, hoffentlich hat er nicht recht. Und jetzt ein schwarzer Schwan tauchte auf mit vielen Jungen und plötzlich sind wir in der Weltwirtschaftskrise. Ne? Und ja, erzähl doch mal, wie ist denn gerade jetzt die Zeit für dich, die Leute? Du hast ja jetzt recht, ne? Ja, leider, aber darüber freue ich mich natürlich nicht, aber es war ja absehbar. Ich wusste, dass es kommen wird und dementsprechend habe ich natürlich meine Kunden in der Honorarberatung, aber auch die Menschen da draußen über meinen YouTube-Kanal, über die Bücher, über die Vorträge oder über die Interviews natürlich auch versucht zu sensibilisieren und zu informieren. Und mir ging es ja immer darum, so viele Mitmenschen zu erreichen wie nur möglich, damit die sich genau auf dieses Szenario vorbereiten können, weil ich immer gesagt habe, Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Und mir geht's mir jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie auf dem Marktplatz und sage, ho, 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 ich hab's gewusst, ich bin der Geilste, ja, hey, sondern ich sage, lasst uns das kurze Zeitfenster noch nutzen, weil das Coronavirus war lediglich der Auslöser und nicht der Grund für diese Krise, weil die Ungleichgewichte, das ungesunde Fundament wurde ja schon viel länger gelegt und die Verzerrung in den Finanzmärkten und das Coronavirus war lediglich die Nadel, die Seifenblase zum Platzen gebracht hat und jetzt haben wir das Schlamassel, weil es ist einfach ein fragiles, in sich krankes Finanzsystem und es war lediglich die Frage der Zeit, bis diese Finanzmarktblasen platzen werden. Auslöser habe ich immer gesagt, kann alles Mögliche sein, von einer Naturkatastrophe bis zu einem Bankencrash oder Euro-Austritt von Italien. Und jetzt war es halt eine Pandemie, so ist es halt. Ne? Und wie es mir geht, ja, nach wie vor gut, ich bin ruhig. Ich weiß, wir haben 2, 3 Schritte Vorsprung. Ja, also ich meine, Toilettenpapier habe ich ja im Buch auch empfohlen, ja, also Vorräte zu kaufen. Damals wurde ich vom Verlag sogar ausgelacht, nach dem Motto, das kann ich reinnehmen, ist ja Prepper und so. Hallo, Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Ja, ich meine, es gibt Vorratskammern, gab es früher überall. Jeder Bauer wusste, in der Not muss er einfach ein bisschen was im Lager haben. Und deswegen, ja, im Mittelalter war auch niemand ein Prepper, sondern da hat man einfach für schlechte Zeiten vorgesorgt. Und dann merkt man, wie wichtig das ist. Und in unserer sehr fragilen und Just-in-Time-Gesellschaft merkt man halt, wie eher instabil das ganze System ist und wie schnell halt es zu Verwerfungen kommen kann. Und dahingehend, ja, so ist es jetzt. Ja, das habe ich gar nicht gelesen mit dem Klopapier. Ich hatte nämlich ein Video gemacht, wo ich jetzt in der Zeit, die ich jetzt habe, ein bisschen mehr, bin ich hier meine Prepper-Vorräte durchgegangen, weil ich bin auch ein Prepper, ja, und habe aber mich jahrelang nicht damit beschäftigt. Ich habe 2 Jahre die Kartons mir nicht angeguckt, bin durchgegangen und ich habe einen Karton gefunden mit 18 Rollen Klopapier und ich habe mich so gefreut und die Leute haben... Ich bin reich! Und die Leute haben sich kaputt gelacht, ja, und... aber wir haben jetzt noch diese 18 Rollen Klopapier, weil wir kriegen kein Klopapier mehr. Wir gehen jetzt nur noch alle 2 Wochen einkaufen. Gestern war meine Frau einkaufen. Und also wirklich auch mit Mundschutz und mit Handschuhen und so. Wir müssen noch nicht hier Mundschutz tragen, aber einfach zur Sicherheit für die Kinder. Ja. Und sie war in 6 Geschäften insgesamt, überall ein paar Sachen, Sojajoghurt. Also wir sind ja vegan, wir müssen mal gucken, wo wir die Sachen bekommen. Und ja, es gab nirgendwo auch nur eine Rolle Klopapier. Ne? Wir haben auch schon was vorgestellt, wie man sich den Po so sauber machen kann, entweder mit Waschlappen oder mit so einer Po-Dusche. Ja. Die kriegt man noch, aber Klopapier gibt es nicht mehr. Ne? Ich kann dir was schicken, Rettungspaket. Nee, also wollen wir die CO2-Belastung nicht so hoch treiben. Ja. Wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Ich muss dir auf jeden Fall jetzt schon mal danken, ja, weil ich bin ja unter anderem durch euer Buch Der Crash ist die Lösung aufgewacht, ja, und habe noch einige andere Bücher von euch ja auch gekauft, aber das war so das einprägsamste Buch. Mhm. Und ab diesem Buch, das ist ja schon ein paar Jahre her, wann kam das Buch denn raus? 2014. Genau, ich habe es, glaube ich, 2015 gelesen und 2015, so Mitte, Ende, habe ich angefangen, alles vorzubereiten. Also ich hatte jetzt 4 Jahre Zeit, wirklich alles umzustrukturieren.
Ich habe meine Rentenversicherung aufgelöst, die eine Mischung war aus Fonds und Staatsanleihen, habe Edelmetalle davon gekauft und halt jetzt sehr viel in Sachwerte einfach nur investiert fürs Alter, einfach zur Sicherheit. Ja. Sehr gut, ja. Und hab nicht auf die Sachen von der Bank vertraut, sondern habe einfach jetzt geguckt, dass ich alles, was ich jetzt verdiene, in solche Sachen stecke. Schön breit gestreut, schön verteilt. Auch ihr nichts zu Hause, braucht ihr nicht vorbeikommen. Obwohl, eine Sache habe ich hier neben dem Computer stehen. Eine Unze Silber, das ist aber nur so eine Sammlermünze, die ist auch jetzt mehr wert geworden. Ja. Und man kriegt momentan in ganz Deutschland nicht eine einzige Gold- und nicht eine einzige Silbermünze mehr von einem Händler. Das bedeutet, man müsste sich auf dem Privatmarkt umgucken, da muss man sehr vorsichtig sein, da sind sehr viele Fälschungen gerade unterwegs. Ich habe gestern mal bei eBay geguckt, da sieht die Hälfte nicht aus, als ob sie echt wäre. Ich kenne mich da mittlerweile gut aus, ja. Und jetzt ist die Frage, was können die Leute jetzt noch machen? Es gibt ja jetzt kein Gold und Silber mehr zu kaufen, ja. Wenn jetzt Leute noch Rücklagen haben, das haben ja viele noch irgendwo auf dem Konto oder sie haben einen Sparstrumpf oder was auch immer. Kannst du den Leuten jetzt noch sagen, was kann man jetzt noch machen? Wir hatten das Video ja im Dezember gemacht. Ja. Und nochmal Tipps gegeben hat es, da konnte man ja sogar nochmal anonym Gold und Silber kaufen. Bis 10.000 Euro noch damals, ne? Jetzt waren es nur noch 2.000 ab Januar und jetzt ist Schicht im Schacht, weil die Läden einfach geschlossen haben. Jetzt kann man es gar nicht mehr anonym kaufen, wenn überhaupt, dann nur noch online. Da kann ich auch noch mal einen Tipp geben, Münze Österreich, ja, die hat noch immer wieder mal den Wiener Philharmoniker verfügbar, allerdings nur, ja, so in einem kleinen Fenster jeden Tag kann man dann limitiert noch mal 10 oder 15 Münzen kaufen, in Gold, aber auch in Silber. Muss man halt immer wieder auf die Seite gucken, das ist so mein Geheimtipp eigentlich, weil das habe ich noch niemandem erzählt, eigentlich nur unseren Kunden, aber dir zuliebe und deinen Zuschauern natürlich mache ich das gerne, aber dafür möchte ich auch ein Abo dann bei mir auf dem YouTube-Kanal haben. Das ist noch so ein Geheimtipp. Ansonsten muss man tatsächlich die Online-Shops durchsuchen. Es wird immer wieder mal Shops geben, die ein bisschen was haben, weil natürlich die großen Degusser und so weiter versuchen, wieder an Ware ranzukommen. Aber man darf halt nicht vergessen, 70% der Raffinerien weltweit sind momentan geschlossen. 50% der größten Hersteller sitzen in Tessin, in der Schweiz, also bei Campi und so weiter, Heraeus. Und die produzieren halt momentan nicht. Und deswegen ist halt einfach mal das Angebot drastisch gesunken. Ja, aber weltweit ist der Bedarf, die Nachfrage nach Gold drastisch gestiegen, ne, wegen den Unsicherheiten, wegen wankenden Bankentürmen, wegen dem Coronavirus, weil keiner weiß, wie sind die Implikationen, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, wenn hier mal die ganze Weltwirtschaft einfach auf Hold gestellt wird, weil das ist momentan absolutes Neuland. Also deinen Zuschauern, dir muss gerade bewusst sein, wir erleben gerade wirklich eine Zeitenwende, von der ich ja auch gesprochen habe, einen Paradigmenwechsel. Und das ist wirklich Geschichte, was wir gerade erleben. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen und wir werden in wenigen Wochen, wenn diese Krise vorbei ist, weil alle Krisen sind irgendwann vorbei, werden wir in einer komplett neuen Welt aufwachen. Es wird nie wieder so sein wie zuvor. Es wird sich alles ändern. Unser Mindset wird sich ändern, die Art, wie wir einkaufen, wie wir uns ernähren, wie wir bezahlen, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Krise sehen, wie wir die Gesellschaft sehen, weil diese Krisen sind immer ein wichtiger Katalysator, um Veränderungen zu initiieren, die notwendig sind. Und vorher waren wir alle im Hamsterrad. Und auf einmal sind wir hier in diesem Müßiggang und haben tatsächlich Zeit, mit uns zu beschäftigen, ja? Und sind mit der Familie sozusagen in Isolierhaft. Und vielen tut es gut, vielen aber auch nicht. Aber es sind notwendige, auch harte und schmerzhafte Prozesse, die wir jetzt durchleben. Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen, bevor ich jetzt hier philosophisch werde. Was kann man tun, wenn man im Onlinehandel nichts mehr findet? Und da muss man halt wissen, wenn ich online Edelmetalle bestelle, die sind dann registriert. Ja? Also das heißt, im Notfall könnte dann der Staat kommen und könnte sagen, gib mal her. Oder eine Steuer draufsetzen. Wir sehen ja schon, die SPD hat schon wieder irgendwelche Fantasien mit Vermögensabgabe, ja, weil sie von ihrer eigenen Inkompetenz ablenken wollen, ist ja jetzt der große Schuldige, das Coronavirus, aber dass die jahrelang eine schlechte Politik gemacht haben, steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, der erste Schritt ist zu gucken, online, kann ich dann noch Edelmetalle kaufen, mit dem Wissen, es ist registriert. Ne? Wenn dann die Ausgangssperre aufgehoben wird, kann man das natürlich jederzeit wieder re-anonymisieren, das heißt zurückgeben und dann anonym nachkaufen. Oder aufstocken durch einen anonymen Erwerb mit bis zu 2.000 Euro. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, über die Wertpapierbörse, also Papiergold zu kaufen. Es gibt Xetra zum Beispiel, Xetra-ETFs, die sind tatsächlich physisch hinterlegt mit Gold. Für jedes Zertifikat liegt dann 1 Gramm Gold bei der deutschen Börse hinterlegt. Ja, da ist halt die Frage,
wird es ausgehändigt im Extremfall? Ist es überhaupt da? Ich denke mal, bei Xetra Gold schon, die sind seriös. Aber ob es ausgehändigt wird, wer weiß. Wenn es eine Abgabe gibt, zahlt man so oder so. Und wenn die Börse geschlossen wird, wovon ich dann auch irgendwann mal ausgehe, wenn hier die Verwerfung weiter zunehmen, dann kann man nicht handeln. Dann ist man auch gefangen, hat zwar auf dem Papier eine tolle Summe Gold, aber nicht wirklich physisch, was man dann auch tatsächlich brauchen würde. Und dann gibt es halt weitere Möglichkeiten zu sagen, okay, in was investiere ich mein Geld? Ich würde auf jeden Fall, das sage ich ja auch immer wieder, aber auch ein großes Video dazu gemacht, Geld abheben. Ja, und wir sehen ja jetzt schon, die ersten Banken machen Abhebungsbegrenzungen oder man kriegt nicht das Geld, das man möchte, weil Geld gehört überall hin, aber nicht aufs Konto. Es gibt keine Zinsen, man ist abhängig von den Öffnungszeiten und im Notfall muss man sogar noch Strafgebühren zahlen, Negativzinsen zahlen. Und es gehört der Bank. Also man muss es wirklich physisch abheben, ins Schließfach legen oder von mir aus in deinen Sparstrumpf. Ja, aber dann gehört es juristisch mir. Und dann kann man damit anfangen zu agieren und zum Beispiel Vorräte kaufen. Ja, jetzt schwieriger, jetzt kriegt man nur noch haushaltsübliche Mengen. Früher dass du stiegenweise irgendwie Mehl mitnehmen können. Jetzt ist Game Over. Da sieht man auch mal, wie schnell so eine Zeitenwende kommt und wie schnell sich so ein Fenster schließt. Dann würde ich auf jeden Fall, also da kannst du bei Vorräten, bei Lebensmitteln, bei Essen, Trinken, kannst du mit wenigen 100 Euro dir unglaublich viel Vorsprung und Autarkie erkaufen. Das ist extrem wichtig. Und im Übrigen, in der Honorarberatung empfehle ich das seit 15 Jahren. Ja? Und früher wurde ich da ein bisschen so belächelt. Ja? In der Zwischenzeit lacht keiner mehr. Ja? Also ich bekomme jetzt jeden Tag E-Mails, Tweets, Geschenke sogar, Wein, Champagner, Seifen, Klopapier hat mir jetzt ein Kunde geschickt, ja, aus Dankbarkeit, weil die einfach gesagt haben, ja, ein Kunde hat tatsächlich eine Palette Klopapier bestellt vor über einem Jahr, ja, auf meinen Rat hin, ja, gab es günstig irgendwie Insolvenz oder eBay irgendwo und hat ihm jetzt halt eine komplette Packung geschickt, sind halt so irgendwie 18 Rollen, ja, leider nur zweilagig, aber gut, besser wie gar nichts, ja, ich werde sie trennen, habe ich jeweils einlagig, ne, dann kann ich es länger verwenden, aber genau, also Vorräte sind ganz wichtig, finde ich natürlich, weil Essen, Trinken müssen wir immer, also Gold, Euro oder auch Aktien bringen mir im Notfall gar nichts, weil ich sag, die magische Zahl ist 5, ja, wenn 5 warme Mahlzeiten ausfallen, dann wirst du und ich, wir werden zum Berserker und dann werden wir richtig grantig und dann sind wir für alles bereit und das ist dann auch der Übergang zwischen Zivilgesellschaft zu Anarchie und deswegen immer was zum Essen haben, die Familie absichern ist viel, viel wichtiger und dann ein zweiter Schritt ist dann die Vermögenssicherung. In was kann ich jetzt noch investieren? Da gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel Diamanten. Diamanten kann man noch bis 10.000 Euro zum Beispiel anonym erwerben und Diamanten sind auch durch die Natur limitiert und das muss ich kurz voranstellen. Jetzt geht es darum, in durch die Natur und durch die Mathematik limitierte Werte zu setzen. Warum? Weil die Notenbanken schießen aus allen Rohren. Die Staaten hauen die Kohle raus, als ob es keinen Morgen gibt. Ich meine, wann zu unserer Lebzeit jemals, ja, hat die Bundesregierung von heute auf morgen gesagt, hey, 1,2 Billionen Euro Konjunkturpaket und wir verschenken sogar Geld an Kleinstbetriebe, ja, bis zu 15.000 Euro. Die könnt ihr behalten, die schenken wir euch. Also Helikoptergeld, money for free. Das heißt, wir sehen, wie desperat die Situation ist, in welchen einmaligen Zeiten wir gerade leben. Und es gab es zuvor nicht. Ich meine, da wurde wegen jeder Million oder Milliarde für Schulen, Ausbildung, Infrastruktur, monatelang gestritten, es kam nichts dabei raus und jetzt geht es so flink, weil sie einfach sozusagen Schiss haben, weil ihnen der Arsch auf Grundeis geht, weil sie wissen, okay, das ist eine Zeitenwende, da müssen wir jetzt richtig dagegen schießen. Und deswegen, umso mehr Geld die in die Hand nehmen, umso mehr Geld die gegen die Krise werfen, umso mehr Geld die Notenbanken drucken. Und auch da muss ich sagen, EZB 750 Milliarden Euro haben die jetzt angekündigt und die amerikanische Notenbank hat es noch viel desperater gemacht. Die amerikanische Notenbank hat gesagt, hey, wir kaufen einfach unlimitiert alle Staatsanleihen auf und Unternehmensanleihen erstmalig und alles andere, was mit Hypotheken abgesichert ist oder mit Immobilien abgesichert ist. Ja, das sieht man mal, wie verzweifelt die Situation ist. Jetzt haben wir praktisch die Bazooka 2.0. Man schießt, wie gesagt, aus allen Rohren, um diese Krise zu stoppen. Und umso mehr die schießen, ja, umso mehr Geld die produzieren und drucken, umso mehr muss man dann praktisch Gegengewichte aufbauen, um sein Vermögen zu schützen, eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft, für seine Zukunft, für den Kapitalpuffer, den man hat. Und da muss man natürlich in limitierte Werte investieren. Deswegen Gold, Silber, von mir aus auch Platin, ja, Diamanten, alles, was limitiert ist. Bitcoin finde ich interessant. Ja, die werden exponentiell steigen, weil wir sind jetzt genau in dem Szenario, wie ich es im Buch beschrieben habe. Erst kommt eine schwere Rezession, dann kommt eine Deflation, da sind wir jetzt, es wird alles abverkauft. Ne? Silber wird abverkauft, Aktien werden abverkauft, Öl wird abverkauft und dann ist Cash und Gold natürlich King in dieser Phase. Und dann sehen wir jetzt schon die Einwerfungen, die Intervention der Notenbanken, der Staaten. Wir reden schon
über Verstaatlichungen, wir reden über finanzielle Repression, also Vermögensabgabe, Enteignung etc. Also genau das, was ich im Buch vorhergesehen habe oder prognostiziert habe, fällt gerade wirklich wie so ein Dominostein einer nach dem anderen um mit einer erschreckenden dynamischen Geschwindigkeit. Und deswegen Edelmetalle Nummer 1, Edelsteine, die ebenfalls limitiert sind, Nummer 2 und dann natürlich bin ich ein großer Freund auch von Bitcoin, weil der auch limitiert ist. Das ist der erste digitale rare Sachgut, Sachwert. Und dann kann man auch in der Deflation, wenn die Börsen noch weiter abschmieren, auch antizyklisch gute Unternehmen Aktien kaufen. Ja, oder Minenaktien finde ich interessant. Oder breit gestreute Fonds zum Beispiel, auch im Rohstoffbereich, kann man dann auch machen. Jetzt noch zu früh. Und dann natürlich einfach alles, was limitiert ist, wo man denkt, das kann mein Kapital über diese Krisenzeit hinüber retten, weil die Kaufkraft, die Inflation wird das Geld natürlich dementsprechend schmälern und zerstören. Und wir haben ja jetzt schon seit Einführung des Euros 30% offiziell an Kaufkraft verloren durch die Inflation. Und inoffiziell, wenn du es dir anguckst, gegen Gold zum Beispiel, seit Einführung des Euros hatte der Euro gegenüber Gold 80% verloren. Das wird sich jetzt massiv erhöhen in der kommenden Krise und ist auch in wenigen Wochen nicht vorbei. Und deswegen auch würde ich weitere Sachwerte hinzunehmen. Whisky zum Beispiel finde ich interessant, mit limitierte Abfüllungen. Von mir aus auch ein Oldtimer, Grund und Boden, eine abbezahlte Immobilie, eine Wiese, ein Wald, also alles, was praktisch limitiert ist. Aber jetzt habe ich schon wieder sehr, sehr lang und viel gesprochen, aber du siehst, ich brenne für dieses Thema und ich würde mir natürlich wünschen, wenn deine Zuschauer, meine Mitmenschen die ersten Schritte tun, um ihr Vermögen zu schützen, weil ich immer sage, umso mehr Menschen darauf vorbereitet sind, vom Mindset, von der Einstellung, vom Seelischen her, als auch vom Monetären, umso glimpflicher läuft es für uns alle als Gesellschaft ab. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, was du jetzt auch am Schluss gesagt hast, dass man sich darauf vorbereitet hat. Ich habe ja 5 Jahre mich jetzt darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, irgendwann kommt's. Wir hatten ja auch das Interview geführt. Und dann hast du Vorräte, dann hast du irgendwie dein Geld umgeschichtet, das Wenige, was vielleicht man hat, oder auch das Viele, was man hat, ja. Und dann kommt und sagt, habe ich recht gehabt? Ist jetzt doof? Ich finde es doof, dass ich jetzt recht habe. Aber man kann ganz anders mit dieser Situation umgehen. Ja? Und jetzt ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja, das wird schon wieder werden und die Regierung wird uns alle retten und so. was ich jetzt merke, ist, dass viel mehr jetzt zusammengerückt wird und es im Kleinen so gut funktioniert. Ja. Unser Gymnasium macht das so super, unsere Grundschule macht das so super. Ich glaube, bis zum Bundesland rauf ist es wirklich gut, dass man merkt, die Leute stehen noch hinter dem, was sie da tun. Der Bürgermeister, der Landrat, der noch meinetwegen der hessische, bei uns Hessen Minister, auch der Herr Söder in Bayern macht einen guten Eindruck auf mich. Der macht einfach irgendwie, hat ja auch so einen Ethikrat noch hinzugezogen, dass die gucken, dass der nicht zu viele Grundrechte hier jetzt gefährdet. Ich glaube, bis zu dieser Stufe funktioniert das alles relativ gut. Und dann kommen die Leute, die keinen Bezug mehr haben, zu den Leuten, die in ihrem Land leben. Und dann ist man in Berlin und dann ist man in Brüssel und da ist schon vorbei. Berlin ist schon vorbei. Ja. Und dann, wenn es dann auf die Welt irgendwann mal ginge, was ich bete, dass das niemals passiert. Und ich glaube auch nicht, dass das noch möglich ist. Ich glaube, jetzt ist vorbei mit Globalisierung. Ja. Ich habe auch einen Freund, der jetzt auch eine neue Firma gerade gründen wollte und der hat auch gesagt, Gott sei Dank habe ich hier nur Leute aus Deutschland, alles made in Germany. Der ist dann hingefahren irgendwie in den Bayerischen Wald, hat die Produkte abgeholt selber noch und so. Und da gibt es keine Lieferschwierigkeiten. Freunde von uns, die haben eine Schreinerei und die haben vor Jahren schon gesagt, wir nehmen nur deutsche Fensterhersteller, nur deutsche Glashersteller. Die haben keine Lieferschwierigkeiten. Die ganze Konkurrenz aus Polen, die kriegen die Waren nicht mehr her. Ich glaube, das ist jetzt vorbei mit dem, ich mache was für 1 Euro in China, verkaufe hier für 50 Euro oder für 100 Euro. Das wird nicht mehr passieren. Ja, wir erleben gerade das Ende der Globalisierung, weil die Unternehmen, aber auch die Staaten natürlich gemerkt haben, wie abhängig, wie fragil dieses Just-in-Time-Produktion, Just-in-Time-Lieferung tatsächlich ist. Das ist ungesund, das ist unnatürlich, das ist einfach ein lineares System, was für Krisen nicht gebaut ist. Es ist nur gebaut worden für in sich perfekt ineinandergreifende Lieferketten. Und jetzt sehen wir einfach, da kommt eine Krise und das ganze System wird der Boden und Füßen weggezogen und es bricht in sich zusammen. Und wir werden, wie gesagt, wir haben Angebotsschock, Nachfrageschock und wir haben jetzt schon halt Lieferketten, Produktionsketten, Zuliefererketten, die einfach unterbrochen sind. Und das merken wir halt weltweit. Ja? Wenn ich mit Leuten von der Automobilbranche rede, die gehen im Übrigen davon aus, dass es noch ein paar Monate dauert, dann sagen die, also selbst wenn wir wieder die Produktion starten, ja, dann wissen wir nicht, ob wir dann auch wieder Autos bauen können, weil wir wissen nicht, erstens, welche Zulieferer sind noch am Leben, welche sind pleite gegangen, zweitens, welche Waren sind da und sind die Zulieferketten Richtung China überhaupt, funktionieren die Zulieferketten, weil 60, 70, 80% der Komponenten kommen halt teilweise aus China und deswegen
stehen da große Fragezeichen in den Augen. Und ja, wir erleben gerade wirklich, wie gesagt, diese Zeitenwende dahingehend, dass wir alles überdenken werden. Wie du gerade schön gesagt hast, dieses immer groß, 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 das ist vorbei. Weil die Menschen jetzt erkennen, hey, was bringt uns Brüssel jetzt? Was bringt uns Berlin jetzt? Die versagen auf großer Bühne schon wieder bei der nächsten Krise. Die haben versagt 2008 bei der Finanzkrise, die haben bei der Flüchtlingskrise versagt und die versagen jetzt schon wieder. Ich meine, der Offenbarungseid der EU war eigentlich der Europagipfel, der EU-Gipfel vor einiger Zeit am Donnerstag, wo praktisch Spanien und Italien gesagt haben, hey, wir brauchen die Solidarität, wir brauchen die Hilfe, die Freundschaft der europäischen Länder. Wir sind hier in einer Notsituation. Und die sind dann enttäuscht abgereist, weil die EU schon wieder versagt hat, ja, weil man nicht bereit war zu sagen, okay, komm, wir müssen denen irgendwie helfen. Also ich finde Corona-Bonds jetzt auch nicht gut, aber man hätte zum Beispiel sagen können, wir schenken den 50 Milliarden oder schenken den 1 Milliarde Mundmasken oder was auch immer, ja. Aber da sieht man wieder mal, jeder denkt nur in der Krise an sich und nicht an die Gemeinschaft. Und im Kleinen funktioniert das wirklich gut, weil wir merken, wir können nicht ohne einander. Und was macht die EU währenddessen? Sie überlegt, weiter zu wachsen und macht Aufnahmegespräche mit Albanien und Nordmazedonien. Also habt ihr den Knall nicht gehört? Und dann darf man sich aber nicht wundern, wenn Bürger in Italien oder Frankreich oder Spanien auf die Straße gehen und die EU-Flagge verbrennen, während sie ihre Nationalhymne hören. Das wird die Leute wieder Richtung Nationalstaaten bringen. Und das ist ja auch meine Prognose. Die EU und der Euro werden zerbrechen und die Menschen werden sich wieder auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich die Gemeinschaft. Und wir können beide eine Wirtschaftsunion haben in Europa. Ja, um Gottes Willen. Ich finde Europa ein toller Kontinent, aber diese künstlichen Konstrukte, diese planwirtschaftlichen Institutionen braucht kein Mensch. Sie funktionieren nicht in Krisen. Die funktionieren, wenn es gut läuft, wenn Kohle da ist. Dann funktionieren die super. Ja? Aber für den Großteil der Menschen, der Unternehmen, machen sie nur Steine in den Weg, erschweren das Leben, machen es komplexer. Und wenn du guckst, dein persönlicher Radius, das sind vielleicht 20 Kilometer, momentan eher 20 Meter, ja. Ich meine, wir denken halt nur in kleineren Strukturen, weil wir halt linear denken und weil wir halt nicht jeden Tag um die Welt checken, ja. Das ist sowieso jetzt vorbei. Das heißt, wir werden in Zukunft anders konsumieren, anders essen, anders schlafen, anders arbeiten, alles, anders bezahlen. Wir erleben gerade wirklich eine historische Zeitenwende, ich kann mich nur wiederholen. Und wer wirklich denkt, dass wir in 3 Wochen hier wieder den Laden aufschließen und wir gehen wieder schön Latte Macchiato trinken, und alles ist wie bisher, wir fliegen mit 49 Euro mit Ryanair irgendwie um den Globus, das Ding ist durch, meiner Ansicht nach, ja, weil wahrscheinlich war diese Krise auch notwendig, wie ich ja im Buch geschrieben habe, der Crash ist die Lösung, weil der Mensch nur durch Scheitern oder durch Krisen lernt, weil wir einfach, wir sind ausgeufert, wir waren einfach exzessiv, wir haben alles ausgebeutet, was nur ging, die Natur, die Tiere, den Erdenball, die Menschen, alles, ja, wir haben einfach unmenschlich das System ausgehöhlt und ausgebeutet und irgendwann hat es halt jetzt Schicksal, ja, kommt halt und sagt, hier, stopp, jetzt macht euch mal Gedanken und das ist eigentlich auch eine Riesenchance, weil ich habe immer gesagt, Krisen sind Chancen, ja, und es gibt keine Heilung ohne einhergehende Schmerzen und jetzt haben wir die Chance, diese Zeit sinnvoll zu nutzen, Müßiggang, ja, zu überlegen, wo soll die Reise hingehen, was will ich mit meinem Leben, meine Familie kennenzulernen, will ich den Job überhaupt machen, den ich gerade mache, braucht denn die Gesellschaft überhaupt, ja, also wenn ich da sehe, dass irgendwelche Unternehmer, Textilunternehmen, die jetzt freiwillig von sich aus Mundschutz produzieren, abgemahnt werden von irgendwelchen gelangweilten Arschlöchern, ja, also Entschuldigung, kannst du ja rausschneiden, aber von irgendwelchen Touristen. Doppelfinger, Mittelfinger, ja. An alle, die sowas machen. Ja, und da Leute abmahnen, die jetzt Menschen in Not helfen wollen. Ja, ich meine, ja. Hey, der Edeka, die Leute haben keinen Mundschutz, weil die nicht beliefert werden können, weil die keine Aufträge bekommen. Und dann kommen irgendwelche gelangweilten Juristen und schreiben Abmahnbriefe, um Kohle zu machen. Wie asozial ist das bitte? Und deswegen, wir brauchen diese Katharsis. Wir brauchen das als eine Art Katalysator für die Menschlichkeit, die wieder hier in diesem System installiert werden muss. Und das habe ich immer gesagt und immer geschrieben und ist auch die Lösung. Und deswegen, seht diese Krise als Lösung. Macht euch Gedanken. Vielleicht ist hinter dem einen oder anderen Büroangestellten, der gerade zu Hause im Homeoffice sitzt, vielleicht ist da irgendwie ein Kafka, ein Brecht oder ein Tesla. Ja, wer weiß. Vielleicht kommen die wahren Leidenschaften, Talente jetzt erst heraus und können gefördert werden in dieser Zwangsisolierung, weil man jetzt erkennt, hey, was will ich eigentlich im Leben? Was sind meine Leidenschaften? Für was brenne ich? Ja? Und es ist das größte Geschenk, seiner wahren Berufung nachzugehen. So wie du für Veganismus brennst und Leidenschaft hast, Menschen aufzuklären, wie ich für Finanzen und finanzielle Intelligenz, so gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich dann Gedanken macht über Bildung oder über Kinder oder über Erziehung. Gibt so viele Punkte. Deswegen seht diese Zeit nicht als irgendwie Krise, seht es als eine Chance, die wir umarmen sollten als Menschheit, als Gesellschaft, als Individuum.
Was man jetzt total merkt, ist, dass halt so von kleinen Leuten Hilfe kommt. Da kommt ein Krankenhaus und sagt, wir haben noch ein paar Betten frei, noch so schlimm ist es nicht. Die rufen eine Hubschrauberfirma an, ADAC, Rotes Kreuz, die fliegen die Leute über die Grenze und die retten drei Leuten das Leben. Wenn die wieder gesund sind, kommen die rüber und dann haben die Plätze wieder frei, ja. Geh mal auf eBay Kleinanzeigen. Da gibt's ganz viele Leute, die sagen, hey, wir wollen euch helfen. Ich habe eh Zeit. Ich gehe für euch einkaufen. Braucht jemand Hilfe? Ja. Schreibt mich an. Ich habe eben gerade gesehen, hier in Nidda gibt's eine muslimische Gemeinde, so eine Art Freikirche. Die sind sehr, sehr liberal, ja. Und die haben gesagt, wir haben so eine Jugendorganisation, die kauft für euch ein. Wir helfen euch, ja. Finde ich total super. Also übergreifend für alle Religionen, ja. Und also man merkt, da kommt ein Support untereinander, was wir nicht so gedacht hätten. Lars, ich kann dir eins sagen. Ich habe ja Krisen schon erlebt. Ich habe dieses tolle Interview mit Dominik gemacht auf seinem Kanal zu Argentinien. Und auch wenn es komisch gerne, auch wenn es komisch klingt, aber Krisen haben das Potenzial, das Beste im Menschen herauszubefördern, nämlich Zivilcourage, Solidarität, Nächstenliebe. Also wirklich, jeder kann da draußen was tun, den Menschen mal ein Lachen schenken. Ich glaube auch, nach dieser Krise werden wir einige Berufsgruppen anders bewerten. Ich glaube, wir werden Hebammen, Krankenschwester, Pflegedienste, Kassiererinnen, Einzelhandelskaufmänner und Kauffrauen, Metzger und so weiter, denen werden wir, glaube ich, einen anderen Status in Zukunft gewähren und auch für bessere Löhne kämpfen. Wenn wir das alleine erreichen würden, dass wir die fair und ordentlich bezahlen für ihre wirklich heldenhafte Arbeit momentan, weil die geben sich jeden Tag in die Gefahr, sich anzustecken. Trotzdem sind sie da. Die könnten sich auch einfach krank melden und sagen, hey, meine Gesundheit geht vor, guckt, wie ihr den Laden hier managt, dann bricht alles zusammen. Dass wir sagen, hey, die haben jetzt auf jeden Fall einen Bonus verdient und die müssen in Zukunft besser entlohnt werden als eine Art Respekt oder Zollung, dass wir den Respekt zollen und beweisen, hey, wir wissen das zu schätzen. Dass wir auch zum Beispiel, jeder kann beim Nachbarn fragen, wenn das irgendwie eine 80, 90-jährige Nachbarin ist, kann ich für sie einkaufen? Soll ich ihnen was online bestellen? Das vergessen die meisten. Viele über 50 können nichts online bestellen, weil sie keine Ahnung haben, wie das Ding überhaupt angeht. Da kann man doch einfach mal anrufen und fragen, ohne persönlichen Kontakt zu haben, kann ich ihnen was bestellen? Kann ich ihnen was Gutes tun? Kann ich ihnen irgendwie was aus dem Supermarkt mitbringen? Um solche Gesten geht's doch. Für mich ist es kein großer Mehraufwand, aber für die Menschlichkeit ein unglaublicher Zugewinn. Und das sollte man jetzt tatsächlich tun. Und dann merkt man in diesen Krisensituationen, dass 99% der Menschheit sind gut, möchten das Gute und helfen einander. Ja? Und es ist diese Zivilcourage. Wenn du irgendwo jemanden am Boden siehst, der da kollabiert ist, da gehen 99% hin und helfen. Nur 1% asoziale Arschlöcher laufen beide oder treten sogar noch rein. Ja? Aber die gibt es halt nun mal. Ja? Aber die Mehrheit ist gut. Die Mehrheit will helfen. Die Mehrheit will morgen wieder eine Zukunft, eine Vision haben. Und das habe ich bei meinen Krisenbüchern ja immer so genauso gesehen. Ich bin 2015 für das Buch Kapitalfehler, bin ich in die Krisenländer gereist, also nach Island, Italien, Griechenland, Irland und so weiter. Spanien vor allem, auch ganz stark, und Portugal. Und da haben mir alle, egal welcher Bildungsstatus, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welche sexuelle Präferenz, haben mir alle das Gleiche erzählt, dass in der Krise, ja okay, war hart, war scheiße, aber es gab auch einen positiven Aspekt, nämlich wir sind näher zusammengerückt. Man hat sich gegenseitig geholfen. Da hat man aus dem Garten Kohlrabi geerntet und hat es dann dem Nachbarn geschenkt und man hat gemeinsam gekocht und man hat sich ausgeholfen. Also in Krisen merken die Menschen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und das hast du auch in Beispielen, zum Beispiel Deutschland 1945. Die Welt lag in Schutt und Asche. Das war ja wie eine Dystopie. Und dann hat ja keiner gedacht, dass hier jemals wieder die Sonne scheint. Ja. Aber was haben die Menschen gemacht? Sie haben die Ärmel hochgekrempelt, vor allem die Trümmerfrauen, und haben dieses Land aufgebaut. Und wir hatten den größten Wohlstandseffekt in der Geschichte der Bundesrepublik oder Deutschlands generell. Ja? Noch nie ging es uns so gut. Und deswegen sind Krisen immer wichtige, einschneidende Punkte, die danach aber zu was Besserem führen, weil wir daraus lernen. Und auch diese Krise, und es ist für mich die größte Krise aller Zeiten, weil es kommen mehrere Krisen zusammen. Wir haben das Coronavirus, wir haben die Pandemie, aber wir haben halt ein krankes, wirklich krankes Finanzsystem. Wir haben kaputte Politikstrukturen. Wir haben eine kaputte Elite mit Negativauslese. Und all das könnte jetzt gelöst werden und danach werden wir in ein gigantisches, in ein goldenes Zeitalter meiner Ansicht nach streben, weil wir einfach auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden, weil wir merken, was ist richtig, was ist falsch. Ist wie bei der Matrix, ne? Blaue Pille oder rote Pille. Ja? Also die Entscheidung liegt jetzt bei uns. Wollen wir weiterhin den ausgelatschten Weg gehen, der richtig und der sicherlich Richtung Abgrund führt, oder wollen wir neue Wege gehen? Und da ist auch mein Lieblingszitat aus dem Buch, nämlich hier, der größte Crash aller Zeiten, von Robert Frost. Der hat nämlich gesagt, im Wald zwei Wege boten sich mir dar.
Und ich ging den, der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Und wir müssen ehrlich den Mut haben, neue Wege zu gehen nach dieser Krise. Wir können nicht wie 2008 so weitermachen wie bisher. Weil wenn wir den weiterhin den gleichen ausgelatschten Weg gehen, dann werden wir definitiv in den Abgrund stürzen. Dann ist der Kollaps vorprogrammiert. Ja? Aber wir müssen den Mut fassen. Und Mut wird meistens belohnt. Jeder Unternehmer, jede Ehefrau, jeder Ehemann, die den Mut hatten zu heiraten, wissen, dass Mut belohnt wird, wenn man auf sein Bauchgefühl hört und wenn man den richtigen Weg einschlägt. Ja, super, super cool. Sehr geil. Ich hätte gerne mal am Schluss jetzt nochmal so führende Links für die Leute. Der Herr Lüning, den kennst du ja auch, mit dem hast du ja auch jetzt wieder ein Video gemacht, ne? Dem Herrn Lüning, Horst Lüning, sehr guter YouTube-Kanal, gucke ich fast jedes Video, immer abends beim Aufräumen der Küche. Ja. Verlink auf jeden Fall das Interview, weil es war auch legendär mit ihm. Es war eigentlich nur ein Audio, weil ja, das genau. Gut kaputt war wegen Infrastruktur Deutschland, schlechtes Internet und so. Aber es lohnt sich wirklich, es ist sehr witzig, unterhaltsam und mit viel Mehrwert. Hat der Herr Lüning bei whisky.de eine Kategorie investieren Whisky, müsste ich mal gucken. Falls der das hat, dann steht da nochmal drin. Horst Lüning hat hier einen Gastartikel geschrieben, einen Gastbeitrag geschrieben, und zwar nur über Whisky, und zwar über welche Whiskys investieren. Und zwar ist es ab Seite 334 sogar mit den Distillerien, die er empfiehlt, die sehr interessant sind. Und das sind mehrere Seiten über die Geschichte von Whisky, was sozusagen die Wertsteigerung betrifft, wie es in der Vergangenheit war, super. Mit tollen, wertvollen Tipps der Lagerung etc. pp. Also ein toller Artikel von ihm, toller Beitrag, wird auch oft lobend erwähnt, auch von Sammlern, die gesagt haben, endlich mal erstmalig auf Papier gibt es hier komplett einen Ratgeber, wie man in Whisky investieren kann. Ich weiß nicht, ob man sieht, genau hier. Ja, doch, doch, super. Die sollen einfach dein Buch kaufen, das lohnt sich jetzt. Ein gutes Investment. Oder hören, gibt es auch als Hörbuch, ja. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das ist auch ein gutes Investment. Also nur 20 Euro gibt es auch als Hörbuch. Und wenn es einem nicht gefällt, hat es immer noch einen Mehrwert, in dem man es einfach verbrennen kann, weil es hat einen guten Brennwert. Oder als Klopapier benutzt. Sehr gut. Ja, und also wo ich mich bisher noch nicht rangetraut habe, ich habe auch jetzt keine großen liquiden Mittel mehr, aber Diamanten und so, kannst du da noch einen Hinweis geben, worauf muss man denn da achten? Da steht es auch im Buch drin. Steht natürlich auch im Buch drin, habe ich auch mit einem Diamantenexperten gemeinsam verfasst. Ja. Es geht eigentlich nur darum, man braucht zertifizierte Steine durch GIA, also GIA. Und GIA ist ein weltweit anerkanntes Institut, ja, die praktisch sowas wie Diamanten-TÜVs sind. Und die spezifizieren die Steine und sagen dann entweder, das ist die oder die Qualität. Und dann kann man weltweit, kann man dann gucken, die haben dann eine Seriennummer. Und diese Seriennummer, das ist das Besondere, sind in den Stein, in die Rondiste an der Seite eingelasert, so dass du mit einer 30-fachen Vergrößerung diese Nummer siehst. Das ist wie ein Autobrief, ja, wie eine Seriennummer. Und deswegen auch perfekt gegen, es gibt keine Fälschungen etc. Und du hast immer die Gewissheit, du kriegst immer einen Geldbetrag dafür. Dann kannst du es eingeben im Internet, siehst dann praktisch hier, welche Spezifikation der hat, welcher Schliff, welche Farbe, was der Wert ist. Und dann kann den Händler am anderen Ende der Welt sagen, ah, den Stein haben sie mit der Seriennummer, okay, gebe ich Ihnen so und so viel $1,000. Deswegen immer GIA und dann in der höchsten Qualitätsstufe haben wir im Buch aber auch alles beschrieben. Das heißt, also sind immer die 4 Cs. Farbe gibt es zwischen D und G der Investmentscheine, welchen Karat, welcher Cut und so weiter. Ist aber im Buch alles ausführlich beschrieben. Und das Schöne ist halt bei Diamanten, die sind halt in den letzten 50, 60 Jahren sehr krisenresistent gewesen. Also ein Karat in der Farbe D hat 1960 ungefähr $2,500 gekostet, ja. Und dann jetzt aktuell sind wir bei knapp $20,000. Ja, also es ging immer schön hoch, mal natürlich auch runter, aber immer kontinuierlich hoch, weil auch ein Diamant ist natürlich durch die Natur limitiert. Und es wird immer schwieriger, hochkarätige, lupenreine Steine zu finden. Und dahingehend ist es halt auch ein portabler Sachwert, weil der ist sehr klein. Also ein Karat sind gerade mal 0,4 Gramm mit der höchsten Wertdichte, höher wie bei Gold. Und das war immer die Art Fluchtwährung, ne? Weil was haben die Nazis, die Juden mitgenommen? Kann man ja auch schlucken und so. Diamanten und Gold, that's it. Also wenn man mal das Land verlassen sollte, wenn hier irgendwie linke oder rechte Spinne an die Macht kommen, kann man vielleicht ja noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, muss man halt mal überlegen. Ne? Und dann, ich werde mich auch mal mit dem Whisky-Thema auseinandersetzen. Also ich trinke ja Whisky nicht so gerne. Also ich würde nicht trinken. Aber als Investment fände ich das auch nicht schlecht. Ich habe leider dein Buch, das muss ich mir gleich nochmal bestellen, habe ich meinem geschenkt. Und zwar zum Gott sei Dank. Ich habe ihm geschenkt Anfang Dezember.
Nee, wir hatten uns im November mal getroffen auf dieser Edelmetallmesse, ne? War das genau, in München. Anfang November war das in München auf der Edelmetallmesse. Genau, und danach hat er das Buch geschenkt. Und er wollte die ganze Zeit davon nichts wissen. Und er hatte das Buch gelesen und meinte so, oh, ich muss was machen. Und er hat was gemacht. Und cool, er hat die Grüße, ich freue mich. Super, wieder eine Seele gerettet. Genau, und die sind jetzt auch ein bisschen abgesicherter, weil jetzt gibt es ja nichts mehr, also von Edelmetallen und so. Und der hat sich von mir nicht überzeugen lassen. Der musste erstmal dieses Buch lesen, um die gesamten Zusammenhänge nochmal zu verstehen und auch eine Anleitung zu haben, worauf er achten muss. Und so. Das hat also wirklich viel, viel gebracht. Ihr habt ja auch wirklich sehr viel Aufklärung jetzt betrieben. Bin euch da wirklich auch super, super dankbar. Und ich kann noch ruhig schlafen, wobei die ganze Situation natürlich einfach blöd absurd, ist. Und absurd, ja klar. Absurd. Und bei mir geht auch die Einnahmen runter. Also ich kann nicht, ich stehe nicht über den Dingen. Ne? Die YouTube-Werbeeinnahmen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die sind um 50% bei mir gefallen, weil sobald dieser Name, ich sage jetzt extra dieses C-Wort nicht, ja, im Titel vorkommt, finde ich nicht einen Cent mit Werbung. Ja. Und für mich ist das nicht eine Haupteinnahmequelle, die YouTube-Werbung. Ja. Aber wenn ich 3 Videos darüber mache, um die Leute aufzuklären, dann wird der ganze Kanal runter. Weil da keiner was schaltet. Und ich habe Freunde, die wollen gerade viel Werbung schalten auf YouTube und es geht nicht, weil die Leute nicht da sind, um diese Werbung zu sichten. Also es müssen quasi Controller sich diesen Werbespots angucken. Ja. Sagen, gute Werbung, die darf auf YouTube veröffentlicht werden, aber die Leute sind nicht da. Die sind Homeoffice, aber das funktioniert nicht. Also nur noch ein Drittel der Belegschaft kann sich diese Sachen prüfen. Deswegen können keine Werbung geschaltet werden. Und so bricht auch diese ganze Online-Werbeindustrie zusammen, gerade, weil die Leute nicht da sind. Es ist eine ganz blöde Situation, auch für die Online-Menschen. Ja. Ja, ist es. Ja, es ist so, also in Zeitenwenden, solchen Paradigmenwechsel gibt es immer Gewinner und Verlierer. Es kommt immer zu Transformation, zu Disruption und das geht nicht ohne Schmerzen einher. Und wir sehen halt einfach eine komplett neue Gesellschaft. Wir merken einfach, alles, was wir vorher gehabt haben, wird in Frage gestellt. Wir werden viele Pleiten sehen, Insolvenzen sehen, Kurzarbeit sehen, Arbeitslose sehen. Die Zahlen werden enorm schnell nach oben sich bewegen und genauso werden auch gewisse Branchen einfach weg sein, die wird es nicht mehr geben, also weil es keiner mehr braucht, weil wir auch erkennen, was für Berufsgruppen eigentlich Bullshit-Jobs sind, ja, und was wir überhaupt noch brauchen, um hier diese Gesellschaft voranzubringen, und das ist aber auch wahrscheinlich reinigend und gut, und es gibt diesen berühmten Ökonomen Schumpeter, der hat es dann die kreative Zerstörung genannt, die man einfach braucht in diesen Zyklen, und jetzt haben wir diesen Zykluswechsel und es kommt ein neuer Zyklus und da braucht man dieses reinigende Gewitter, damit dann das System auch wieder mal, wie gesagt, frisch durchatmen kann und damit was Neues daraus entstehen kann. Eine letzte Frage habe ich noch, weil ich glaube, dazu kannst du was Tolles erzählen. Ich habe jetzt von allen möglichen Seiten so gehört, ja, jetzt ist die Aktie der Lufthansa so runtergegangen oder von TUI oder von irgendeinem anderen. Da kaufe ich jetzt einfach, weil das ist ja so weit unten und dann mache ich ein Riesengeschäft, wenn die dann halt wieder hochgehen. Und ich sag da jetzt sogar gar nichts, erzähl doch mal, ist das denn eine gute Idee, jetzt in Einzelaktien zu investieren, die jetzt so gefallen sind? Nein, weil ich glaube, es wird noch viel, viel, viel weitergehen in den Aktienmärkten. Also wenn jetzt jemand glaubt, dass das Coronavirus in 2-3 Wochen sich irgendwie in Luft auflöst und die Probleme gelöst sind und wir so weitermachen wie bisher, dann ja, dann ist jetzt ein toller Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Glaube ich aber nicht. Und wer nicht, der sollte lieber warten. Es wird noch viel, viel günstiger. Und bei Lufthansa könnte man vielleicht sogar Glück haben. Wenn der Staat natürlich sagen würde, er verstaatlicht die Lufthansa oder steigt damit ein, um die zu stützen, dann könnte es gut sein, dass es eine Gegenbewegung gibt und der Preis für die Aktie stark nach oben geht. Aber ganz ehrlich, das ist Zockerei. Da kann man auch ins Casino gehen. Da würde ich lieber in sichere Werte investieren. Da kann man das Geld lieber auf der Seite liegen lassen. Dann schläft es sich auch besser. Also jetzt irgendwie ins fallende Messer zu greifen, würde ich nicht, weil es wird eine schwere Rezession geben. Das ist noch lange nicht vorbei. Wenn wir den Laden hier noch mal länger abschließen, wenn die Volkswirtschaften in Europa, aber auch in den USA sagen, wir machen eine Ausgangssperre bis Mitte Mai oder Ende Mai, dann wird es natürlich Auswirkungen auf die Volkswirtschaften haben weltweit. Dann werden weitere Lieferketten zusammenbrechen. Wir werden eine Pleitewelle sehen, die Welt so noch nicht gesehen hat. Nur eine Zahl hier, um das mal zu verdeutlichen. Während der großen Finanzkrise 2008 haben in Deutschland 23.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet mit 1,4 Millionen Beschäftigten. Wir hatten jetzt Status quo. Gestern bei der Bundesagentur für Arbeit fast 500.000 Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Das heißt, wahrscheinlich werden wir 10, 15 Millionen Menschen in Kurzarbeit schicken. Das ist
gigantisch. Ja, das ist für mich als Wirtschaftswissenschaftler eine gigantische Zahl und eine spannende Zeit eigentlich. Aber daraus werden natürlich auch arbeitslose Menschen wahrscheinlich, leider. Und wir werden auch sehen, wie viele Unternehmen kaputt gehen, weil viele mittelständische Unternehmen oder auch Einzelhändler, Restaurants, Cafés, Wollehändler und so weiter, die haben für 10, 20, vielleicht 30 Tage Kapitalpuffer. Und dann kommen vielleicht nochmal die 15.000 Euro vom Staat, dann kann man nochmal 2, 3 Monate die Miete bezahlen, aber dann war es das auch. Und auch da werden wir leider eine sehr große Pleitewelle sehen. Und ja, das wird dann natürlich Auswirkungen auf Beschäftigte haben, auf Steuereinnahmen haben, weil wir dürfen auch nicht vergessen, die Steuereinnahmen werden sinken, aber die Sozialkosten explodieren, weil Kurzarbeitergeld und hier noch eine Abwrackprämie, hier nochmal 100 Milliarden für Verstaatlichungen, da ein paar hundert Milliarden für Hartz IV und so weiter, dann werden wir auch im wohlhabenden Land Deutschland mal irgendwann an die Grenzen kommen und merken, oh Gott, es ist nicht irgendwie ein niemals stoppender Sprudel an Geldern, die da reinkommen, dann werden wir auch wahrscheinlich von diesem Wohlstand her Abschied nehmen müssen. Und das ist ja das, was ich immer gesagt habe, dass es nirgendwo in Stein gemeißelt steht, dass wir immer hier in dieser Wohlstandsblase leben werden. Und jetzt platzt die Blase. Letzte Frage hätte ich noch, weil ich mir da selber jetzt auch nochmal viel Gedanken drüber gemacht habe. Hm. Bist du momentan froh, in Deutschland zu sein und in Deutschland zu leben? Oder wärst du lieber jetzt gerade woanders? Ja, ich wäre schon gerne, also ich wäre jetzt eigentlich morgen in Urlaub geflogen. Da wäre ich sehr, sehr gerne. Aber im Endeffekt, nein, natürlich will ich hier sein. Weil hier wirklich, hier kann ich Menschen helfen. Hier kann ich meiner wahren Berufung und Leidenschaft nachgehen, Menschen aufzuklären. Hier ist die Familie, hier sind Freunde, hier sind die Strukturen. Wir haben noch ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben noch funktionierende Strukturen. Und dahingehend bin ich natürlich immer froh, zu Hause zu sein, weil in Deutschland zu sein. Weil sobald man in ein fremdes Land geht, schwächt man sich ja automatisch, weil dann nicht die sozialen Kontakte da sind, weil man nicht sich auskennt wie in der Westentasche, weil man nicht vielleicht Vorräte hat oder was auch immer. Ja, und ich habe ja Kunden, die waren jetzt während dieser Zeit weltweit verteilt im Urlaub irgendwo von Neuseeland bis Costa Rica und was weiß ich. Und die hatten dann richtig Bammel, weil komme ich heim, was ist mit meinem Laden, mit meinem Geschäft, mit meinem Geld etc. Ne? Und die sind halt dann zurückgekommen und sind in einem komplett neuen Land angekommen, weil in Bayern war damals schon Ausgangssperre, jetzt nur ein Kunde aus München, Bankfilialen hatten zu, dann wollte er in die Schweiz gehen, um nach seinem Gold zu gucken. Da wurde er dann abgelehnt an der Grenze, nach dem Motto, nee, sorry, wenn Sie hier nicht wohnen, keinen Schweizer Pass haben, gehen Sie nach Hause und so weiter. Also da sehen wir einfach mal, wie schnell der Stecker gezogen werden kann. Deswegen sollte man immer genau so planen, wie man sich das vorstellt. Und ja, deswegen bin ich lieber natürlich in Deutschland als irgendwo anders auf der Welt jetzt. Ja, ich bin auch gerade dankbar. Und es wird sich halt jetzt gucken, ob sich es halt bewährt. Ne? Ist jetzt auch ein guter Stresstest für unser Gesundheitssystem. Einfach zu gucken, kriegen wir so Zustände wie in Italien oder in Frankreich oder in Spanien, ja? Oder passiert was anderes in Schweden, finde ich ja sehr spannend, dass ein Land einen anderen Weg geht. Das werden wir auch uns anschauen und bewerten danach. Ja, dann werden wir sehen, wer hatte die bessere Idee, das so oder so zu machen. Aber ich kann maß mir da auch kein Urteil an. Und ich finde auch die Leute, die da draußen Videos machen über das Thema. Und jeder hat immer nur seine eigene Sichtweise. Der Virologe sitzt nur in seinem Büro und in seiner Uni und wertet Zahlen aus. Der Apotheker, mit dem ich ja auch ein Video darüber, der ist vorne an der vordersten Front und redet mit allen und die rufen die Chefärztin an. Die Pflegerin irgendwo im Krankenhaus in Bayern hat eine andere Story als irgendwie der Altenpfleger in Hamburg. Ja, man muss alles zusammenpacken. Und dann daraus die Informationen nehmen. Das sage ich auch immer. Das sage ich auch immer. Machen Sie sich auf jeden Fall eine eigene Meinung. Hören Sie alle Seiten an. Überlegen Sie, was wirklich die Wahrheit ist, irgendwo in der Mitte meistens. Und ich nenne es immer wie so ein Puzzle. Ja? Um das gesamte Puzzle zu sehen, brauche ich jede einzelnen Puzzleteile, um die zusammen zu einem Gesamtbild zu kreieren. Und ich habe auch viele Videos zu dieser neuen Pandemie gemacht und diese Krankheit, ja. Und ich habe aber immer versucht, objektiv zu sein. Für mich als Ökonom war halt immer die Frage, was wir jetzt gerade aufs Spiel setzen, nämlich unseren Wohlstand und wenn wir die Volkswirtschaft komplett runterfahren. Ich meine, mein erstes Video war im Februar, da habe ich aber schon gesagt, habe auch mit Politikern gesprochen, Leute, das ist eine Pandemie, die kommt nach Deutschland, wir leben in einer globalisierten Welt, unterschätzt das nicht. Und da haben die hier noch im Tiefschlaf gelegen, ne, und haben einfach wertvolle Zeit verstreichen lassen. Und ob
das jetzt mit der Herdenimmunität in Schweden so wirklich die Lösung ist, werden wir sehen. Ich habe gesagt, ja, mach das so, die Vorgeschädigten und die Alten, das war auch mein Vorschlag, die sollen jetzt mal daheim bleiben, 2-3 Monate, ja, auch wenn das hart ist und so, ja, aber um die zu schützen und der Rest geht raus, weil, wie gesagt, wenn du oder ich das bekommen, wir werden kaum wahrscheinlich was merken oder im schlimmsten Fall, ja, eine kleine Erkältung haben oder vielleicht, okay, wenn man vorgeschädigt ist und man weiß es nicht, dann kann es schlimmer werden. Aber dafür haben wir auch ein gutes Gesundheitssystem, das uns vielleicht dann helfen könnte. Aber es geht ja immer darum, diese Kurve der Infektion abzuflachen, also flatten the curve. Und wenn jetzt natürlich so ein Schub kommt und es so exponentiell wächst, dann wird auch unser Gesundheitssystem an die Grenzen kommen, weil da wurde in den letzten Jahren natürlich auch viel Schindluder getrieben, eingespart, privatisiert. Ja. Und ich hoffe, dass man da auch den Lerneffekt hat zu sagen, hey, Gesundheit darf man nicht privatisieren, Gesundheit muss nicht Geld verdienen, muss nicht profitabel sein, sondern da geht es wirklich um die Menschen zu pflegen, zu schützen und Nächstenliebe auszuleben, damit wir aus dem Krankenhaus ein Gesundheitshaus machen. Super. Ich kann nur daran appellieren, wir sollten das jetzt auch wirklich nutzen, wie du das vorhin schon gesagt hast, dass die Krankenpfleger, die Physiotherapeuten, ja, auch die Ärzte mittlerweile und alle, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten oder auch die, die an vorderster Front sitzen, jetzt hier die Lieferketten aufrechterhalten, ja, muss ich auch nochmal ganz besser bezahlen und mehr schätzen. Meine Frau ist ja Physiotherapeutin, die arbeitet aber nicht mehr in dem Job, weil es sich auch nicht mehr lohnt. Ja. Früher konntest du mit einem Gehalt, sie hat seit 98 ist sie im Job, die hat keine Gehaltserhöhung bekommen seit 1998. Es ist asozial. Ich finde es so asozial. Ja? Also auch, ich habe es im Buch Sonst knallt's mit Götz Werner beschrieben. Wie kann es denn sein, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ja, und dann irgendwie zwischendurch mal 1-2 Kinder bekommen haben, dass die keine Rentenansprüche haben, dass die dann mit 65 hier nach Pfandflaschen in Mülltonnen suchen müssen? Das kann doch nicht wahr sein. Also sollten wir doch als Gesellschaft sagen, das ist nicht nur sexistisch, das ist asozial. Weil diese Frau hat hier Steuerzahler ins System gebracht, um es mal wirtschaftlich zu nennen, aber da sieht man einfach, wie viel im Argen in diesem Land liegt, ja, und andere, die dann irgendwie in irgendeinem Landtag, Bundestag sitzen, kriegen da nach einer Legislaturperiode eine Rente, eine Diät, die wir beide in 5 Leben nicht erreichen würden. Also da passt die Relation nicht mehr und da wird es auch einen Wandel geben, da bin ich mir sicher, weil wenn das hier weitergeht, wenn die den Karren an die Wand fahren, dann werden die Menschen unten natürlich hier aus der Mitte, aus der Bevölkerung diesen Wandel einfordern. Und da kann man nur hoffen, dass es friedlich über die Bühne geht. Ja, super. Also ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für dieses tolle, tolle Interview. Ich glaube, damit konnten wir den Leuten auch helfen. Jetzt auch nicht böse sein für die Leute, die sagen, ich habe mir kein Geld für Diamanten und Gold und so. Dann kauft euch eine Flasche Whisky. Kauft euch das Buch vom Marc, informiert euch oder kauft euch noch irgendwo Klopapier. Ja. Oder also jeder kann was machen. Also auch, weil wir haben ja auch viele Anfragen von Menschen, die wirklich wenig oder gar nichts haben. Aber hebt das Geld ab. Kauft euch eine Silbermünze. Sie kostet 20-22 Euro. Vorräte, ja, jeder kann was machen, jeder kann anfangen mit kleinem Portemonnaie und da sollte man sich einfach darauf vorbereiten und da geht es jetzt wirklich um Vorsprung und dann bitte, wenn Ihnen das Video gefallen hat, teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf Twitter folgen, @markfriedrich7, da werde ich auch immer zeitnah aktuell wichtige Informationen preisgeben in Deutsch und in Englisch und natürlich auf meinem YouTube-Kanal und ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht. Ich fand es jetzt ein sehr, sehr gutes Interview, also meiner Ansicht nach. Ich hoffe, Ihnen hat es auch allen gut gefallen. Ich hoffe, dir natürlich, Lars, lieber Lars, auch. Ich fand es jetzt sehr tief, ja, also tief, es ging richtig in die Tiefe. Die Zeit ist wirklich sehr, sehr schnell vergangen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es kurzweilig ist. Aber ich habe auch einen großen Redebedarf, aber auch einen Informationsbedarf oder ja, ich will die Leute sozusagen aufklären und auch einen Anker geben, dass die Welt nicht untergeht, dass es danach weitergeht, Hoffnung geben. Das ist ja die wichtige Vision. Super, alle Links zum Marc findet ihr unten und das war's. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Gebt unbedingt diesem Video einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden, der Familie und Bekannten. Und wir schaffen das alle zusammen, da bin ich ganz zuversichtlich. Hier sind noch 2 weitere Videos, die euch interessieren könnten. Und wir wünschen euch alles Gute und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.